hallo lieber Volker Waas, Sie sitzen im Aufsichtsrat von Mainz 05. Erstmal vielen lieben Dank, dass Sie die Zeit für uns haben. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ihre Verbindung zu Mainz 05 geht ja schon sehr, sehr lange zurück. Sie sind tatsächlich als kleiner Bub immer schon mit Ihrem Vater mitgegangen, wenn der trainiert hat, damals noch in der Oberliga Südwest, ne? Das ist richtig. Nicht bei jedem Training, aber bei vielen Trainingseinheiten war ich dabei. Und natürlich auch bei jedem Spiel. Insofern ist meine Erinnerung noch als Vierjähriger, als ich mein erstes Spiel gesehen habe, doch relativ lebhaft, August 1959, im alten Bruchwegstadion mit sehr behelfsmäßiger Ausstattung. Aber die Atmosphäre war schön und das ist etwas, was irgendwo auch eine lebenslange Verbindung schafft, weil ich tatsächlich dann die folgenden 7 Jahre jedes Spiel der 05er gesehen habe. Ich glaube auch trotz Kinderkrankheiten, ich habe alles mir anschauen können. Sie sind selbst bei einer Rechtsanwaltskanzlei tätig, ne, schon seit vielen Jahren, haben irgendwann beschlossen, dass Sie sich für den Aufsichtsrat bewerben. Wie ist es denn vonstatten gegangen? Wie ist auch so ein Entschluss gereift? Der Entschluss ist eigentlich gereift dadurch, dass ich von verschiedenen Bekannten aus dem Verein bis hin zu Steh- oder Sitzplatznachbarn mal angesprochen worden bin, ob es nicht an der Zeit wäre. Habe das mal mit meiner Familie besprochen, die hat das sehr unterstützt, weil sie auch mit dem Herzen dabei ist. Und bin dann in eine Zeit gekommen, in der der Verein ja im Umbruch war, in der der Verein aus meiner Sicht auch im Hinblick auf das hohe Budget, das er hat und auf die Rolle, die er ja im Profifußball spielt, weiterentwickelte Strukturen, ich sage jetzt bewusst nicht bessere Strukturen, weil ich da keine Wertung reinbringen will, aber weiterentwickelte Strukturen brauchte und dachte, dass ich da das ein oder andere einbringen könnte. Jetzt gab es ja gerade am Anfang, als der Aufsichtsrat relativ neu war, schon auch immer mal wieder Kritik und ich sag mal, also zumindest nach außen gespiegelt irgendwie Missstimmung, wo man nicht so genau wusste, gibt es jetzt wirklich Schwierigkeiten, Aufsichtsrat, Vorstand oder wird da auch teilweise so ein bisschen was konstruiert. Wie haben Sie das dann in der Zeit wahrgenommen? Wo gab es vielleicht auch Punkte, wo es schwierig war und wie konnte man es lösen? Also die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand ist sehr gut. Ich will jetzt mal differenzieren und sagen, sie ist so eng wie möglich und so vertrauensvoll wie möglich, aber sie ist auch so professionell distanziert wie nötig, wie es die unterschiedlichen Organe und deren Aufgaben auch erfordern. Wir haben das Glück, dass wir, glaube ich, im Moment mit unseren 3 amtierenden Vorständen eine sehr, sehr gute Wahl, um nicht zu sagen Glücksgriffe haben, die tatsächlich den Verein jeder in seinem Ressort und jeder auf seine Art nach vorne bringen. Es gab natürlich und gibt unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themen. Der eine favorisiert das eine Projekt, der andere favorisiert das andere Projekt. Der andere will eine Problemsituation mit der einen Methode lösen, der andere mit der anderen. Da gibt es Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, aber ich kann sagen, dass die Diskussionen immer konstruktiv sind, immer zu einem Ergebnis führen und dieses Ergebnis dann auch gemeinsam getragen wird. Ein wichtiges Thema, was der Aufsichtsrat sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben hat und was auch so ein bisschen Ihr Ressort im Prinzip ist, ist ja das Compliance-Thema. Ja. Können Sie vielleicht mal ein bisschen dazu sagen, was da drin steckt und was es vielleicht auch für einen Verein für Besonderheiten hat? Am Ende des Tages ist Compliance was ganz Einfaches, nämlich ein Unternehmen, seine Führungsebene wie auch die Mitarbeiter müssen sich an Regeln halten. Nicht mehr und nicht weniger ist Compliance. Was jetzt im Einzelnen zu tun ist, ist natürlich, dass eine gewisse Compliance-Struktur aufzubauen ist. Das heißt, es müssen Prozesse etabliert werden, die sicherstellen, dass bei Interessenkonflikten oder bei Mitarbeitern, die in irgendeiner Form eine Unregelmäßigkeit entdeckt haben, Informationen kanalisieren. Und so sicherstellen am Ende des Tages, dass Schaden vom Verein abgewendet wird. Sie haben ja schon erzählt, dass Sie eine hohe Fananbindung auch an den Verein haben. Gibt es denn Themen, wo dadurch 2 Seelen, sage ich mal, in Ihrer Brust schlagen? Ja, also da gibt es sicher Situationen, wenn Ruven Schröder, den ich sehr, sehr schätze und der eine tolle Arbeit leistet, mal aus dem Nähkästchen plaudert, da ist man dann manchmal hin und her gerissen, ob man dann nicht beginnt mit ihm zu diskutieren und zu sagen, warum ist das so und so gelaufen? Okay. Erklär doch mal.
Also da gibt es sicher Situationen, aber das weiß ich dann klar zu trennen. Das eine ist das Thema der Aufsichtsratssitzung, dann geht es dann darum, in Anführungszeichen, welches Budget aus dem Transfervolumen steht ihm zur Verfügung für neue Spieler. Das ist die sachliche, das ist die Aufsichtsratsthematik. Und nach der Sitzung kann man ihn dann fragen, wieso ist dann der Spieler jetzt verliehen worden oder was auch immer. Gibt es denn ein Spiel, an das Sie sich besonders gerne erinnern? Also ein Spiel, an das ich mich ganz besonders gerne erinnere, ist tatsächlich ein Spiel, bei dem ich nicht selbst anwesend war. Das war in der Zeit, in der ich beruflich in Berlin gearbeitet habe, deshalb nur die Wochenendspiele besuchen konnte. Und das war in der zweiten Liga ein Montagabendspiel, das ungeliebte Montagabendspiel. Wirklich in einem dramatischen Spiel, die Eintracht mit 3-2 geschlagen. Und das hat mich tatsächlich so aufgewühlt, dass ich nach dem Spiel 2,5 Stunden durch Berlin gelaufen bin, um einfach runterzukommen. Aber das war, fand ich, eines der für mich mitreißendsten Spiele. Ja, dann hoffen wir, dass Sie noch viele Spiele auf die Art erleben können und dass der Verein sich insgesamt diese Leidenschaft erhält. Ich greife schon mal hier hinter Sie. Sie kriegen von mir zum Abschied die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchentüte. Vielen Dank, da freue ich mich sehr. Bei dem Wetter mit mir ausgehalten haben. Hat großen Spaß gemacht. Und dem Wunsch schließe ich mich an. Danke Ihnen. Dankeschön.